Und damit mal wieder herzlich willkommen zurück an Bord der Argo. Ich bin natürlich wie immer euer Cody und ja, diesmal habe ich nicht schon alles vorbereitet, denn es gab den Wunsch, ab und zu mal doch zu sehen, wie man so an den Mechs rumschraubt, was sich lohnt, was für Rollen Mechs haben, was man mit ihnen so treiben kann, sage ich jetzt mal, ne? Wir hatten beim letzten Mal einige Schäden erhalten. Der Firestarter muss umgerüstet werden, weil der Laser Plus ist weg. Für gewöhnlich bei beschädigten Mechs, das erste, was ich mache, ist alles reparieren zu drücken. Denn so entgeht einem nichts. Falls mal irgendwo ein kritischer Treffer war oder so, ist immer, ich sag mal, die bessere Variante. So, wir haben noch 2 Tonnen über. Wir können wieder einen leichten Laser reintun. Ist mir leider keinen besseren. Machen wir es, ich sag mal, im gleichen Zuge, wie es vorher war. Leichte Laser MG und dann ein... Fehlt nur noch? Ach, die MG-Munition fehlt. Okay. Und dann packen wir die MG-Munition zum MG. Okay, also, Firestarter, wie es die Rolle schon sagt, ist ein Scout und ein Deaktivierer, normalerweise halt mit, haben wir welche? Ja, mit Flammen halt gespickt, hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Unterstützungs-Hardpoints. Wenn man die alle mit Flammen zupackt, hat man, eine Möglichkeit halt, ja, wie soll ich sagen, dem Gegner ordentlich Wärmeschaden zuzufügen. Die Flammer selbst machen zwar nur 5 Schaden, ist nicht die Welt, aber halt 10 Wärme. Das heißt, nach Summarum bis zu 60 Wärme auf dem Mech möglich und das kann eklig sein. Ich bin in Vanilla jetzt nicht so der hundertprozentige Freund von Flammern, weil ihr seht, wenn ihr euch die Info von dem Gerät anschaut, das Ding hat 4 Munition. Man kann keine zusätzliche Munition mit reintun, das heißt, man hat 4 Schuss für eine ganze Mission. Ist... wenig. Extrem wenig. Deswegen... Ja, kann man mal machen, aber mein Freund sind Flammer in Vanilla nicht. Sind mir wirklich situationell. Deswegen halt hier entschieden, die beiden leichten Laser, damit immer was da ist. Und halt die 3 MGs. War ja vorher voll MG, voll als Crit-Sucher ausgelegt, aber haben wir gemerkt, die 1 Tonne MG-Ammo war dann doch ein bisschen wenig da dafür. Und wir hatten ja auch sowieso welche verloren. Denn auch da hatten die Armen Schade genommen, denn es ist ein leichter Mech. Man sieht, er hat nicht allzu viel Panzerung, obwohl sie voll aufgedreht ist. Auf den Armen gerade mal 55, auf den Torsos 80 bis 110. Nicht sonderlich viel. Torso mit einer AK-10 schon fast offen, AK-20 schon fast offen. 2 AK-10 und er ist durch. Die Arme verlieren 60, 90 Punkte, lass es 2 PPKs und vielleicht nochmal ein Laser sein und ein Arm ist weg. Auch ein Punkto von Lasern, also ein Mech mit vielen mittleren Lasern, 3 mittlere Laser, Arm ist weg. Ist halt, ich sag mal, sehr stark auf seine Mobilität angewiesen und die holt er sich halt über Sprungdüsen. Er könnte noch 2 mehr bekommen, aber wohin packen? Die Tonnen sind aus und möchten zumindest halbwegs überlebensfähig haben, denn je mehr sie beschossen werden, umso mehr Ausweichen verlieren sie. Und das macht sie natürlich angreifbar. Von daher, den werden wir so lassen. Bestätigen, 6 Tage Reparaturarbeiten. Und der Centurion, den müssen wir zwar nur reparieren, aber wir machen mal eine Umrüstung, damit man es mal sehen kann. Hier auch wieder alles reparieren. Reicht dann schon, ist als Sturmtruppler und Allrounder gedacht. Ist eine gute Einschätzung von Young, weil man kann
im Grunde alles mit dem machen. Er hat einen Ballistic Hardpoint, wo wir hier eine schöne AK-10 drin haben für 60 Schaden und eine ganz ordentliche Reichweite. Die hat den Vorteil, Mindestreichweite ist nicht so wie bei der AK-5 bei 90 Metern, sondern bei 0. Man kann sie also auch aus der Nähe feuern ohne Abzüge, was wir ja beim Wolverine jetzt schon ein paar Mal gemerkt haben, wenn wir zu nah dran waren, dass die Trefferchance doch extrem runtergegangen ist. Optimale Reichweite dafür halt im Vergleich zur AK-5 und halt die Maximalreichweite ein bisschen niedriger. Aber macht nichts, dafür nimmt sie halt den Bums mit 60 Punkten Schaden. Natürlich auch schwerer. Hat mit den Ammo Bins 8 Schuss pro Bin. Eine Tonne kann für eine Mission ausreichend sein, aber je länger die Missionen werden, also je höher die Skulls gehen, umso unwahrscheinlicher wird das. Deswegen ziehe ich es vor, 2 Tonnen Ammo mitzunehmen für eine AK-10, damit man wenigstens ein bisschen was machen kann. Er ist ein guter Zombie-Mech, weil er hat 2 Energie-Hardpunkte im mittleren Torso. Zombie heißt, Arme weg und er kann auch laufen. Selbst wenn noch ein Bein weg wäre, er könnte sich immer noch wehren, weil immer noch 2 Waffen im Center-Torso sind. Insofern halt wie ein Zombie. Und man hat halt die Wahl noch bis zu 3 Raketenpunkte voll zu flacken. Man kann ihm also eine LSR mitgeben oder so wie hier in dem Fall. Wir haben ein bisschen mehr auf die Nähe ausgestattet, eine KSR. Und schafft dann immer noch ganz gut ein Stückchen Munition rein. Und KSR hat 3 Tonnen. Das ist, wenn man eine LSR dagegen liegt, zwischen einer LSR 5 und einer LSR 10. Das heißt, gewichtsmäßig ist es so ein bisschen die bessere Einstellung. Und dadurch ist dann halt auch ein bisschen mehr Panzerung möglich gewesen. Die ist jetzt, ich sag mal, marginal höher wie bei dem gleichen Mech. 25 Punkte auf den Arm. Dafür aber links halt auf dem Torsi ein gutes Stückler mehr. Insofern etwas überlebensfähiger. Etwas. Ist seine Rolle. Er läuft zwar nicht besonders schnell, aber er läuft in Richtung Gegner und schießt. Schießt alles, was so machbar ist. Man kann ihn, wie gesagt, in dem Sinne umbauen. Man kann, wie zum Beispiel das auch in den Romanen gemacht wurde, gibt es ein paar sehr schöne Geschichten über einen ehemaligen Mech-Piloten vom Haus Davian, der zu einem Gladiator wird auf der Gladiatorwelt Xolaris 7, der einen Centurion einfach mal mit einer AK-20 ausstattet, wo keiner mit rechnet. Also halt eine extrem überpowerte Waffe reinsetzt und damit halt für ordentliche Überraschung sorgt. Könnte man hier auch machen, 14 Tonnen im Vergleich zu 12, nur 2 mehr. Könnte man zum Beispiel die KSR-6 in eine KSR-2 umtauschen. Dann hätte man die 2 Tonnen gespart und kommt dann mit AK-20 Munition, die wir leider nicht haben, nicht ganz so weit. Ich glaube, da sind nur 6 Schuss drin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, 12 Schuss bei 2 Tonnen ist okay. Halbwegs. Und man hätte halt, ich sag mal, einen ordentlichen Bums dahinter. Kann man eventuell auch mal probieren. Wir haben eine schöne da, aber die ist mir halt ein bisschen zu wertvoll für einen so schlecht gepanzerten Arm. Also, in Anführungsstrich, so schlecht gepanzerten Arm. Schwerer Mech oder überschwerer Mech ist dann für so eine Waffe schon, ich sag mal, ein bisschen überlebensfähiger. Ja. Hier gibt es jetzt nicht viel zu schrauben. Ansonsten halt immer drauf achten, was haben die Mechs für Möglichkeiten. Die Einschätzung von Yang ist in den meisten Fällen ein guter Anhaltspunkt, um euch zu sagen, wie ihr ihn ungefähr ausstatten solltet. Man kann es aber natürlich auch anders machen und man kann es auch sinnvoll anders machen. Immer gucken, was haben wir für Hardpoints und damit halt dann so ein bisschen rumspielen. Hier könnte man zum Beispiel auch noch ein Unterstützungsteil reinmachen. Man kann eine ganze Menge. Also, er ist sehr, sehr flexibel. Nimmt man zum Beispiel statt der AK-10 eine AK-5,
hat man zwar 15 Punkte Schaden dort weniger, hat allerdings dafür ein Waffensystem, was 4 Tonnen weniger wiegt. Und dann könnte man zum Beispiel nochmal KSR-4 reinsetzen. Würde die 1 Tonne Munition noch gerade so für ausreichen mit 10 KSR-Tubes. Hat man dann für die 15 Punkte Schaden, die man einbüßt, wiederum 4x8, also 32 Punkte an Schaden gewonnen. Allerdings halt im Splash dann. Also nicht auf einen Punkt. Das ist dann halt der Vorteil von den AKs. Da kommt der Schaden, nennt sich Pinpoint auch, auf ein Feld. Und man kann halt sicher sagen, okay, da wo die trifft, da ist Großteil der Panzerung weg. Bei kleineren Mechs vielleicht sogar schon durchgeschlagen. Oder vielleicht sogar schon in den Arm rausgerissen. Bei 60 Punkten Schaden möglich. Kommt immer ein bisschen auf den gegnerischen Mech drauf an. KSR, LSR, auch MGs. Waffen halt zum Splashen. Den Schaden verteilen auf viele Trefferzonen, weil jede einzelne Rakete, einer KSR-6 sind 6 Stück, bekommt ihre eigene Trefferzone zugewiesen. Trefferzonen sind, wie ihr es ja mittlerweile wisst, Arme, Torso, Kopf und so weiter, die haben alle ihre unterschiedliche Trefferchance. Und das Spiel würfelt halt je nachdem, wie man zum Gegner steht, ob man jetzt direkt vorne drauf guckt, auf die linke Seite drauf guckt oder von hinten her, halt zu einer gewissen prozentuellen Chance halt, okay, die Waffe trifft jetzt dorthin, die Waffe trifft jetzt dorthin und so weiter. Sieht man zum Beispiel, wenn wir die gezielten Schüsse machen. Und bei einer KSR, LSR ist es halt so, jede Rakete hat ihre eigene prozentuelle Chance. Das heißt, es verteilt sich, es splasht halt. Und damit muss man dann halt rechnen. Wir machen zwar ganz gut Schaden, aber verteilt sich halt. Jo, das ist im Grunde alles, was ich jetzt momentan gerade zeigen kann. Wir haben nicht viel zum Umbauen. Ich möchte den Centurion ehrlich auch gesagt nicht so umbauen. Der ist so ganz in Ordnung. Wir lassen ihn einfach reparieren. Wir werden ihn in der Reihenfolge vor den Kintaro ziehen. Und dann sollten wir den Kintaro immer noch vorm Finanzbericht fertig haben. Ja. Und dann spulen wir mal vor. Wir machen die Treibskal-Mission heute, die noch hier ist. Und machen wir erstmal, bevor ich es wieder vergesse. Gucken wir mal, ob die letzte Mission genug an Erfahrung gebracht hat. Calamity wird mal in Richtung Spitzenpilot gehen, würde ich sagen. Das kann sinnvoll sein. Lassen wir ihn dann mal so auf sprungfähigen Max. Das ist, denke ich mal, eine ganz gute, sinnvolle Sache. So, Dash. Wollen wir den einen Mutpunkt? Erstmal nicht. Sparen wir nochmal. Dragon hat nix. Havoc könnte Waffen oder Mut. Die Überhitzungsschwelle. Die nehmen wir mit. Ich würde sagen, wir setzen ihn auf ein Kühlventil. Hoffentlich weiß ich noch, wenn es soweit ist. Red Hat. Waffen oder Taktik? Wir holen uns den gezielten Schussbonus. Dann kriegt sie definitiv einen Centurion zugeteilt. Wenn das mit dem Spitzenpiloten so ein bisschen... muss noch überlegen. Strider, denke ich mal, wird auf den panzerbrechenden Schuss gehen. Mehr Waffen. Tango hat nichts. Weird. Lohnt sich nicht. Okay. Dann spulen wir vor. Bis der Kintaro fertig ist.
Allies Angebot. Im Quartier deutet Dash auf ein Datenpad. Commander, ich habe ein Angebot einer anderen Söldnereinheit erhalten, von der Great Death Legion. Sehr, sehr berühmte Einheit, wird in den allerersten drei Battletech-Romanen quasi gefeatured. Und solltet ihr sie nicht gelesen haben, lest sie. Es sind drei der geilsten Geschichten, die ich im Science-Fiction-Bereich hier gelesen habe, wie sich diese Einheit aufbaut aus dem Sohn einer anderen Einheit, die dezimiert wird und einfach nur genial. Lest es. Lest es. Entscheidung am Thunder Rift ist, glaube ich, der erste, wenn man auf Deutsch liest, wenn ich es richtig im Kopf... Ja, Entscheidung am Thunder Rift ist der erste. Ich kann es mir wirklich nur empfehlen. Geile Geschichte. Also, Grayson Carlyle hat uns kontaktiert und er zahlt Söldnern Höchstpreise. Er bietet sogar eine Entschädigung von 100.000 Zehnnoten für Einheiten, denen er Leute abspenstig macht. Das ist recht ungewöhnlich. Kommentierst du, während du Carlyles Standbild auf dem Datenpad studierst? Was noch? Carlyle ist von einem ganz anderen Schlag. Ich habe mir seine Nachricht immer wieder angeschaut, seine Art zu reden. Ich weiß, dass er die Galaxie wirklich auf den Kopf stellen könnte. Und ich möchte dabei sein. Dash lächelt bittersüß. Aber diese Crew ist meine Familie und es fällt mir nicht leicht, hier wegzugehen. Was denken Sie? Ich warne ihn, weil Dash ist unser Sensorspezialist. Keine dauerhaften Konsequenzen, sehr schön. Ich weiß nicht, ob die Galaxie wirklich noch mehr auf den Kopf gestellt werden sollte. Es geht jetzt schon drunter und drüber, Dash. Denken Sie wirklich gut darüber nach, bevor Sie bei Carlyle anheuern. Worte sind Schall und Rauch und haben schon so manch einen Mech-Krieger getötet. Dash kratzt sich am Kopf. Trauen ihm nicht? Das ist es nicht. Ich weiß nicht viel über Carlyle, aber Sie wissen, dass wir hier auf der Argo immer für Sie da sind. Es ist also Ihre Entscheidung, Dash. Nehmen Sie sich etwas Zeit, forschen Sie etwas nach. Er schnickt langsam. Sie haben recht. Ich sollte nichts überstürzen. Später am Abend klopft er an deine Tür. Ich wollte nur schnell Bescheid geben, dass ich hier bleiben werde. Ich habe gut darüber nachgedacht und gedacht, und eine bessere Crew als unsere werde ich nirgends finden. Ja. Er bleibt bei uns, keine dauerhaften Konsequenzen. Sehr gut. Aber interessant. Wenn es nicht Dash gewesen wäre, sondern vielleicht Worrybird oder so, hätte ich vielleicht was anderes gewählt. Mal gucken. Vielleicht begegnet uns diese Nachricht ja noch einmal. Wir haben ja noch 1000 Tage über. Und die verbringen wir jetzt erst einmal mit der Reparatur. We're almost completely out of gas. Ja, oh Mann. Ich glaube, es gibt einen Mod, wo man ihn abstellen kann. Das muss ich mir wirklich mal raussuchen. That work order is complete, boss. Top not working, 2 ist abgeschlossen. Juhu. Wir haben, so was wir noch machen können, ist mal etwas Geld beschaffen. Den Javelin, den werden wir nicht nutzen. Oh, die Javelin werden wir nicht nutzen. Wir werden den Locus, die Locus nicht nutzen, um genau zu sein. Und damit sieht es doch geldmäßig schon wieder ganz gut aus. Und wir können direkt noch eine Verbesserung angehen, aber ich werde nur eine günstige nehmen, auch wenn wir jetzt 1,4 Millionen haben. Denn wir brauchen, obwohl, wir könnten auch mal das Medbay angehen. Na ja, komm. Ist eine wichtige Sache bei den vielen Kopftreffern, die wir kriegen. Wir auf jeden Fall haben jetzt noch 5 Tage bis zum Kinterrohr. Und wenn die rum sind, dann gucken wir uns mal eine 3-Skull-Mission an. So, und zwar die Geheimagentin. Ding, 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 ding. Da haben wir 4 von 18 Loot. War schon mal ganz angenehm. Wir haben jetzt den Kintaro wieder. Den Firestarter diesmal nicht. Aber der Kintaro ist mir eh lieber. So, wie machen wir es jetzt? Wir haben Red Hat einen gezielten Schussbonus gegeben. Ist er auf dem Centurion, denke ich mal, etwas
besser aufgehoben. Havok steht auf dem Centurion. Und ich würde sagen, da lassen wir ihn auch, weil er den höheren Steuerungswert hat. Wir nehmen wir Strider und Clambake mit. Ne, wir nehmen Havok und wir nehmen Clambake auf dem Kintaro. Hoffentlich schrottet es ihn diesmal wieder nicht. Go, go! So, mal gucken. Wir müssen eine Geheimagentin bergen, so wie es ausschaut. Hinter feindlichen Linien verschollen oder wie auch immer man es ausdrücken möchte. So, eine unserer Geheimagentinnen wurde während einer routinemäßigen Datenübergabe von einer Patrouille der lokalen Regierung gefangen genommen. Sie wird in einer gesicherten Anlage auf Adrar festgehalten. Wir benötigen eine schnelle Eingreiftruppe, um die Anlage zu überfallen und die Agentin zu befreien. Wenn Sie die Daten wieder beschaffen können, die sie abliefern sollte, erhalten Sie eine Bonuszahlung. Die Daten befinden sich in einer anderen Anlage. Na gut. Also, Geheimagentin und... ist immerhin etwas sinnvoller wie Künstler und Kunstwerk, das nämlich auch. So, dann rücken wir vor, okay. Okay, alles klar. Dorthin, da zurück. Alles klar. Ja, ja, sprinten wir voran, ganz tapfer. Rolling. On my way. Und finden noch keine Gegner? Vorschaut? Oder? Calamity was? Nein. Legt sich etwas. Gucken. Ah, okay. Ich hatte gedacht, da kann man. Ja, okay, das habe ich falsch gesehen. Ich dachte, da kann man hinten wieder runterlaufen. Das war jetzt Verschwendung von Bewegungspunkten. Da. Roger that. Man sollte richtig hingucken, bevor man etwas tut. Kann es euch nur empfehlen. So, zwei Gegner haben wir schon mal. Einen bei jeder Einrichtung. Schade, dass wir keinen guten Sensorspezialisten da haben. Redhead noch am besten von allen im Moment. Und nicht in Zielsicht, dann schicken wir sie zumindest mal in den Wald rein. Vollgas. Ausweichen und Deckung. Jetzt eine Sicht. Immer noch unbekannt. Okay. Waiting for orders. Clambake kriegt einen in Sicht. Sagen wir doch schon mal Hallo. Haben wir denn? Ein Vindicator, okay. Copy that, PK LSR und für den Nahkampf noch einen leichten Laser. Die PPK ist dabei das schmerzhafteste. Was? Ready for orders. Auch Havok kriegt. Moving out. Den Vindicator in Sicht. Wird aber wahrscheinlich nur die AK-10 loslassen können. Ja, egal, nehmen wir. Feuer. Sehr schön. Wintertorso ist offen. Den Vindicator können wir schnell aus dem Spiel nehmen mit ein bisschen Glück. I live to serve. Wäre mir echt ein absoluter Wunsch. Schnelle Kills sind immer gut. Was haben wir dann noch? Shadowhawk, okay. Könnten wir unser fehlendes Teil bekommen? Der kriegt die AK, denke ich mal, ja. So, AK auf B und Feuer. Multi-Attack is go.
Das war jetzt... Ja, okay. Bisschen underwhelming hier. Das kommt jetzt auf uns zu. Oh, was mit ordentlich LSRs? 15? 10 oder 15er? War mir nicht ganz super pro sicher. Kommt noch was? So viele kleine Schadenspunkte. Zum Glück Bulwark. Moment, mit Bulwark noch zwei? Normalerweise schon einen Punkt Schaden. Egal. Okay, wir sind da. Standing by. Denn am bitternötigsten, sich mal zu bewegen. Das ist Fake auf jeden Fall. Commander? Um ihren Stabilitätsschaden abzuschütteln. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht den Vindicator klein kriegen. Potenzial ist da. Das ist das, was ich meinte. Ist halt der Splash-Schaden von den KSRs. Ist zwar viel Schaden, aber ja. Man kann Crits damit suchen, weil halt jeder einzelne Angriff halt einen Crit auslösen kann. Aber halt eine sichere Vernichtung von einem Bauteil oder so. Damit recht schwierig. Hier machen wir mal einen Split. Ich denke mal. Die KSRs können wir zumindest wegnehmen. Und. Vielleicht auch. Nehmen die KSRs weg. Oder? Nehmen die AK weg. Engaging multiple targets. Echt jetzt? Wirklich? Danke, Spiel. Er wollte ja nur, dass der Vindicator noch einmal schießen darf. Autsch. I'm receiving you. Okay, Calamity. Du darfst nochmal hüpfen. Okay. Du darfst mir zeigen, was da für ein Feind steht. Ist die Kada. Die Laservariante. Das macht mich jetzt nicht sonderlich traurig. Ne, komm. Auch wenn es nur 45% sind. Nach dem, was ich eben erlebt habe, alles. Hä? This just in. Einmal. Critical hit. Einmal. Jetzt sieht mir viel zu viel Feuer. Einmal. Mit dem Laser auf die mittleren Torso und dann wäre weg gewesen. Stop. You're just embarrassing yourself. Receiving you. Hier? On it. Aye, aye. Ich bin underwhelmed. Wir haben drei Schwere übrigens auf dem Mac. Mac-Macs auf dem Boardman, wollte ich sagen. Ja. Und dann machen wir so an einem Vindicator rum. Leute, das ist. Ah, okay. Es ist eine 15, aber es ist ein Orion. Ich hoffe, das richtige Gefühl gehabt. Detecting Mac Warrior Injury. Das ist doch gerade erst wieder da. Oh Mensch. Spiel! Warning. Detecting MechWarrior Injury. Wenn ihr mich sehen könntet, ich zeige gerade
Dämonitoren Stinkefinger. Das ist doch... Ich glaube, ich sollte auch auf Massen-LSRs setzen für sowas. Schon. Positionsmäßig würde ich sagen hier. Und dann drehen wir den mal die Seite zu, damit der Kopftreffer ein bisschen unwahrscheinlicher wird. Das ist die Schildseite, also der Arm, der kann verloren gehen. Blackjack, Vindicator, Cicada. Trefferchance auf den Blackjack ist ja mal echt grottig. Wir lassen die AK-10 weg. Wir feuern ansonsten alles auf den Decater. Oder? Ach komm, was soll der Geiz? Feuer. Wäschläger auf, was auch immer dahinter steht. Ernsthaft? Es müsste ein mittlerer Laser. Einer. Ah, wenigstens eine Rakete. Warning. Armor low. Standing by. Ich fühle mich von diesem Spiel verarscht. War ganz offen. Rolling. Ja, ich würde sagen, wir fangen schon mal mit dem Shadowhawk an. Geben ihm eine Rakete reicht ja. 6 Chancen. Splitfire confirmed. Geht doch. Eine Fresse. Da kommt ein Orion. Das ist zumindest ein Blackjack noch als mittelschwerer Mech. Das wird eine harte Nuss. Das wird echt eine harte Nuss, Leute. Hoffentlich haben wir uns da jetzt nicht übernommen. Yes, Commander. Hoffentlich haben wir uns da jetzt nicht übernommen. So arschig weit weg. Na, du musst dann nach oben laufen und durch Wald. War natürlich nicht weit. Die Kader wegen der besseren Trefferchance, ansonsten würde ich sie nicht angreifen. Okay, kann ich mit leben. Barely hit, Commander. Ready for orders. Zeig mir mal, was wir da noch haben. Au. Au. Ja. Au. Ich würde sagen, wir versuchen mal die Zikade schnell rauszunehmen. Engaging. Multiple targets. Oder möglichst schnell. Denn wir haben nicht nur einen Orion, wir haben auch einen Thunderbolt gegen uns, einen Blackjack, ein Shadowhawk ist noch da, links ist irgendwas noch unbekannt. Ja, wir sind definitiv tonnagemäßig etwas in den Po gekniffen.
Ja, war doch ganz gut, den Schild an, da hinzulegen. Popo. Warning. Detecting MechWarrior injury. Ihr wollt mich verarschen. Ich meine, Red Hat kann nicht sterben, aber... Das ist der Commander, aber... Ihr wollt mich echt verarschen? We lost one of ours. Nein. Oh, fuck. MechWarriors, show them what you got! Oh, fuck. Wir haben eindeutig ein Problem. Standing by. Oh. Chance ist unterirdisch und die Hitze ist überirdisch. Confirmed. I'm not very amused. AK-5 dürfte das sein und Raketen. I'm here. Location confirmed. Ja, von der linken Seite weggehen, mal gucken, dass wir möglichst nur die rechte Seite als Gegner überwiegend haben. Ganz werden wir es nicht schaffen. Affirmative. Offen. Reporting critical hit. Ja, ist okay. Leben. I'm under heavy fire. Ah, das wird übel. Wird so richtig scheiße übel, Leute. Herr Wok. Pilotenverletzung. Solid connection on that one. Davon hätte ich mir jetzt mehr erhofft. Dann ging die Menge vorbei. Internal damage. Ja, mit der guten KSR ist offen. Fällt mir nicht. They're getting an angle on me. Nicht. Yep. Got a weapon out. I'm wounded. Oh, Leute, ernsthaft? Ich will hier weg. Das kann man vergessen. Retreat. Das kann man echt vergessen. Oh. 94 Tage. Wow. Wir haben genug Geld, um durch den nächsten Finanzbericht durchzukommen. War echt. Wow. Die Mission war übel. Da hätten wir wirklich flankieren müssen. Also wenn wir rechts lang gegangen wären und dann versucht hätten, von rechts her aufzumischen. Eventuell.
Auch konnte man ja vorher nicht ahnen, dass da so massiv viel auf einmal steht. Hat uns jetzt richtig in die Miesen gebracht. Müssen wir tatsächlich mal Folgendes machen. Erstmal gucken, ob wir irgendwas haben, was es sich lohnt, so zu verkaufen. Weil wir brauchen das Geld zusätzlich. Wir müssen die Max ja auch noch reparieren. 4 AK-5er, 8 Schwerelaser. SF5 nutze ich eigentlich recht selten. Ich lasse mal noch 2 da. 9 LSR. 10, das könnte man mal auf 4 runterschieben. Unsere Laser sind die Arbeitspferde, aber wir haben 19 Stück. Ich würde sagen, 9 kann man locker mal verkaufen. Ansonsten 3 von den PPKs würde ich noch verkaufen. 8 von den KSL-6ern. Dann gehen wir erstmal in die MacBook. Jetzt wird wieder umgerüstet, das machen wir noch in der Folge. Schnappen uns mal ein Comm-System auf den Kintero. Comm-System gibt nochmal plus 2 Entschlossenheit. Das kann extrem gut helfen bei Offensiv- und Defensiv-Manövern durch Entschlossenheit oder halt fürs Beflügeln, damit wir mehr Präzision kriegen. Nahkampfschadenmodifikation für 2 Tonnen. Okay. Das ist natürlich derbe. Derber Verlust. Stabilitätsschaden gewesen. Oh. 4 Tonnen. 4 Tonnen. 2 KSF-4er wären machbar. Oder halt eine KSR-6. Und wir machen 2 KSR-4er. Wir setzen aber eine in den Torso, eine in den Arm. Oder am zweiten Gedanken, lasst mich mal was testen. Nehmen wir eine KSR-6 in Anpacken für bessere Treffsicherheit, mittleren Laser noch mit reinstecken, haben wir 39 zu 44 Wärme. Haben noch 2 Tonnen Wärme. Könnte man entweder sagen, man geht auf Nummer sicher und federt die Abwärme ab. Oder man setzt noch mehr Waffen rein. Ha. Ich würde es einfach mal testen. Ich denke mal, es wird relativ warm laufen, aber ein bisschen mehr Feuerkraft kann auch nicht schaden. Obwohl, so macht, dann ist es... Dann ist Feuerkraft zu stark rechtslastig, ne? Check on our current position. Roger that.
Ja. Ich würde sagen, ja. Die Hitze ist zwar grottig, würde ich mal behaupten. Gelinde gesagt. Die Munition könnte etwas knapp werden. 200 durch 14. Aber sollte reichen. Komm. Testen wir das so. Das muss gerüstet werden. Was fehlt dir? Dir fehlt eine KSR-6. Sechs wiegt 3 Tonnen. Eine LSR-10 kriegen wir leider so nicht rein. Wäre aber das Einzige, was ich noch sagen würde, was ich als Alternative einbauen würde. Nehmen wir die KSR-6 ganz einfach nochmal wieder mit. Bestätigen das. So, jetzt brauchen wir noch unsere Finanzen. Wir brauchen die Reisekosten wahrscheinlich, weil ich glaube, der andere Auftrag war auch 3 Skulls, ne? Nee, war 2 Skulls. Könnten wir uns, wie lange ist die Reise? 13 Tage. Lassen wir uns die Reise bezahlen. Handeln die Reise. Immer gehen wir auf den Salvage. Und dann haben wir gerade so genug. Jetzt müssen wir Wunden lecken. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, wie ich hier in den Hintern getreten bekommen habe. Ja, viel Spaß noch am restlichen Tag, wo und wann auch immer ihr dieses Video gesehen habt. Bis erste. Ciao.